Ja, Herr Kämmerer, herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Erfolgreich verteidigt. Was ist das wichtigste Kriterium, um hier dabei so weit oben zu bleiben, wie beim Digital Dealer Performance Award? Also wir legen sehr viel Wert auf unser SEO. Wir haben 65% unseres Traffics kaufen wir nicht ein, sondern generieren wir organisch. Da achten wir vor allem auf einmal auf unseren eigenen Online-Shop, auf unsere E-Commerce-Abteilung, wo wir sehr gut mit aufgestellt sind, wo wir einige Keywords auch mit abdecken. Aber auch stationär versuchen wir unseren Werkstattbereich, unseren Servicebereich, dass wir hier auch mit unseren Keywords wirklich dann auch listen, wenn jemand nach Werkstatt Aschaffenburg-Mercedes sucht, dass wir da auf dem ersten Platz sind. Das heißt, Sie kaufen also nicht bei Google sozusagen die Leads? Genau, wir kaufen einen Teil, kaufen wir ein, aber wirklich unser Fokus liegt hier auf dem organischen Wachstum, dass wir langsam wachsen, aber dafür auch sauber. Heißt aber, Sie müssen permanent Ihre Homepage mit Inhalten füllen, Sie müssen sich was einfallen lassen. Wie machen Sie das? Richtig, also wir sind inzwischen ein Team von 5 Personen im Online-Marketing, arbeiten täglich an unserer Webseite, haben hier auch eigenes Personal, was sich täglich um Content kümmert, wo wir wirklich Content aufbauen im Werkstattbereich, aktuelle Modelle auf die Webseite aufnehmen, wenn jetzt ein neues Modell rauskommt, dass wir da vergleichen, was sind die neuen Hauptmerkmale, die natürlich dann auf die Webseite auflisten. Und wir haben sogar auch ein eigenes Fahrzeuglexikon, wo wir die Ausstellungsmerkmale der Fahrzeuge auflisten und dem Kunden dann erklären, was jetzt das Highlight zum Beispiel der neuen S-Klasse ist. Das heißt, Sie haben dann faktisch ja so eine Redaktion, die quasi diese Seite füllt, damit die Kunden, die Leute eben draufgehen. Richtig, also wir haben in-house eine Art kleine Redaktion, wo wir die Texte aufbereiten von Daimler und umschreiben und nochmal in unseren eigenen Kunstmann-Worten verfassen. Wie soll ein Betrieb vorgehen? Ich meine, Sie verraten jetzt vielleicht ein paar Internas, aber Sie wollen ja auch mal, Sie sind ja eh vorne. Was muss ein Betrieb machen, um so erfolgreich zu sein? Was ist das Wichtigste eigentlich? Also das Wichtigste ist, in gutes Personal zu investieren. Wirklich auch Personal, was sich zu einem mit der Marke auskennt, mit dem Produkt auskennt, aber dann auch das SEO-Verständnis hat und weiß, wie man Texte zu schreiben hat, damit die dann auch am Ende in der Suchmaschine auch gelistet werden. Weil man kann natürlich schöne, blumige Texte schreiben, aber wenn die nicht dementsprechend geschrieben sind, dass sie von Google erkannt werden und von Google dementsprechend gelistet werden, dann bringt das, also dann kriegt man halt auch keinen Nutzer zu sich auf die Webseite. Das heißt, also Sie sollten, wenn die neue E-Klasse rauskommt, zum Beispiel auch das Wort E-Klasse dann häufiger verwenden. Genau, das war früher mal, dass man ganz, ganz oft auf der Webseite E-Klasse reinschreibt. Heute ist es leider nicht mehr so einfach, aber da gibt es einige Tricks und Kniffe, dass man dann doch noch mit seiner Webseite nach vorne kommt. Das heißt, wenn der Kunde E-Klasse eingibt, soll nach Möglichkeit oben Kunstmann stehen? Das wäre das Ziel, ja. Und das ist aber ein permanenter Prozess, wo man auch lernt wahrscheinlich? Genau, das ist ein permanenter Prozess. Wir arbeiten hier auch stark mit dem Blue Digital Index, aber auch mit dem Tool Sistrix. Schauen uns täglich an, bei welchen Keywords stehen wir auf welchem Platz, welche Keywords haben wir vielleicht gewonnen, welche Keywords haben wir verloren. Und dementsprechend schauen wir, was haben wir gut gemacht bei denen, wo wir uns gesteigert haben und wo wir Keywords verloren haben, was können wir hier anders und besser machen. Das heißt, Sie schauen sich auch die Seiten der Mitbewerber an? Genau, wir schauen uns fast täglich die Mitbewerber an, schauen, was die Mitbewerber machen, wo sie vielleicht einige Plätze gut machen und schauen uns dann wirklich auch an, was machen die Mitbewerber hier gut und was können wir auch adaptieren für unsere Webseite. Welche Rolle spielt der Kunstmann Shop? Sehr, sehr große Rolle. Wir haben Großteil unseres Traffics generieren wir zurzeit wirklich noch über den Online-Shop und sind hier auch sehr, sehr gut aufgestellt. Zum Beispiel das Keyword AMG-Felgen ist einer unserer Top-Keywords, wo wir wirklich auch sehr, sehr großen Traffic auf unsere Seite ziehen. Wenn wirklich Leute deutschlandweit einfach nur nach AMG-Felgen suchen, kriegen sie dann den Kunstmann Online-Shop angezeigt und kommen so auf unseren Webshop. Wie kann man sich da behaupten? Ich meine, es gibt da sehr viele Anbieter von Zubehör, von Teilen im Automobilbereich. Da sind ja alle dabei, von Amazon bis eBay Motors. Wie machen Sie das? Sind wir auch stolz drauf, dass wir bei den meisten Keywords wirklich noch vor Amazon oder vor eBay listen. Das ist eine Kombination aus Keywords. Wir haben eigene Bilder. Wir schießen die Bilder selber bei uns im eigenen Fotostudio. Wir nehmen nicht die Herstellerbilder. Wir haben wirklich eine Beschreibung, die von Fachleuten geschrieben wird. Leute, die sich mit dem Produkt beschäftigen, die auch sehr tuning-affin sind. Und dann das Ganze spielt dann in einem Großen zusammen und so schaffen wir es zum Glück bei vielen Keywords dann doch noch vor Amazon und vor eBay zu listen. Das heißt, dass Sie eben auch damit ein Marktgebiet haben, das eben faktisch nahezu mindestens Deutschland oder sogar Europa umfasst.
Genau, also wir dürfen europaweit verkaufen, machen das faktisch auch, verschicken täglich um die 150 Pakete europaweit, ja, und haben unseren Webshop sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Ja, wunderbar, herzlichen Glückwunsch nochmal und Dankeschön. Ich danke Ihnen.